Als Jugendlicher war es sehr stark ausgeprägt mit gelben Augen, gelbe Haut, vor allem wenn ich gestresst war. Habe ich gelb geleuchtet. Und bin halt anfällig auf Grippe und alles Mögliche. Also auch wenn ich mal fertig gegessen habe, dann konnte ich mich nicht mehr brauchen. Also kein einziges Mal haben wir irgendwie geredet davon, okay, es könnte mal eine Transplantation geben. Das war gar nie das Thema gewesen. Ja, im Koma im Insel und da ist halt diskutiert eben, was kann man machen. Entweder stirbt er oder wir machen etwas. Also, und die einzige Lösung wäre eine Transplantation von der Leber. Und das haben sie dann so entschieden, ja, dass sie auf die Liste kommen, urgent. Meine Mami hat mir gestern noch gesagt, als ich so am Anfang aufgewacht bin, habe ich als erstes gesagt, so, jetzt haben wir alles ausgewechselt. Mir ist es erstens mal viel besser gegangen. Also der Unterschied von vorher und nachher, ich habe schon da gemerkt, boah, okay, mir geht es besser, also ich bin wohl. Und klar, ich bin so schlecht zu Hause, ich habe ja noch eine lange Zeit gebraucht, um mich zu erholen. Und nachher befasst sich die erste mit, oder? Ah, warte schnell, da ist etwas drin, das kommt nicht gerade am Anfang. Und es fährt natürlich sehr ein, also mir ist das mega eingefahren. Oh, na, ich glaube, das ist normal, dass man das kann sagen kann. So. Ja, der Laden hätte es nicht gegeben, wenn das nicht passiert wäre, natürlich. Ich habe mir gesagt, man muss es geniessen, oder? Bevor vielleicht noch etwas passiert oder so. Dann machst du, was dir gefällt, was dir Freude macht. Und Einschränkungen habe ich eigentlich keine im Leben. Nein, also mein Körper ist schon nicht 100% leistungsfähig. Das ist einfach so nach so einer grossen Sache. So, also, aber ich lebe ja viel besser als vorher. Also ich genieße es natürlich auch viel mehr. Und ich kann das machen, was ich natürlich noch möchte. So, ja. Das dank dem eigentlich. Ich finde es sehr wichtig, eben gerade in meinem Fall. Also die Leute, die das unbedingt nötig haben oder auch brauchen und so kann helfen. Und ich glaube, wenn man richtig informiert ist, sind sicher Leute auch offen, da zu spenden oder sich Gedanken darüber zu machen. Sei es ja oder nein, natürlich. Das liest man sehr viel, das stirbt er halt. Aber du, ich war 27, ich hatte noch etwas von mir, meine Familie hat noch gerne von mir. Das ist hart, so etwas zu schreiben. Und wenn du in so einer Situation bist, sagst du das auch nicht. Hey, voilà, jetzt gebe ich den Löffel ab, ist gut so. Das sagt ja auch niemand, wenn du irgendwie Milz kaputt hast oder so, dann sagst du, gut, das kann man machen, schauen wir, wie kann man das wieder flicken, sozusagen, ja, das ist hart, ja.